Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu verriegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Eines Tages taucht in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkten Nachfahren der sieben Weisen waren, eine nach der anderen. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Ja, und nach diesem Intro heißt euch Sucka Obscura wieder willkommen bei Obscura spielt. Meine Top 3 Zelda-Spiele, hier Platz 1, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Der einzige Teil, der für Super Nintendo erschienen ist, das dritte offizielle Zelda-Spiel. Nach dem meiner Ansicht nach schlechtesten Zelda, Zelda 2 vom NES, welches ein Sidescroller war, ist man hier wieder zur Vogelperspektive zurückgekehrt. So, wir nennen es erstmal wieder Cloud. Man nutzte hier so ein bisschen, Moment, wann ist das Spiel? Von 91, bei uns erschien 92, genau. Man nutzt hier so ein bisschen, oder was ein bisschen, ordentlich die Möglichkeiten des Super Nintendos aus. Und hat hier die Spielwelt deutlich detailreicher gestaltet. Das hat man ja gerade auch schon ein bisschen gesehen da in dem Schloss. Ja, das Spiel verkauft sich, glaube ich, irgendwie über 4 Millionen Mal. Ist, glaube ich, eines der meistverkauften Super Nintendo-Spiele. Wir machen das einfach so wie immer. Wir gehen es einfach mal an und ich werde einfach zwischendurch immer mal ein bisschen erzählen. Wir haben das Intro jetzt gerade schon gesehen. Wir wissen, worum es geht. Und jetzt geht das Spektakel einfach direkt mal los. Muss man sonst jetzt noch irgendwas wissen? Ich glaube nicht. Wenn ich irgendwas vergessen habe, wird mir schon wieder einfallen. Also gut, fangen wir einfach mal an. Cloud ist wieder da. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seine Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten, nun sprich mal weiter, vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier heraus. Hilfe! Cloud, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Das ist rechts, glaube ich, wieder der Onkel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der hier auch Albrecht heißt, wie bei Minish Cap. Sieht jedenfalls längstlich so uralt aus. Aber ist egal. So, hier können wir Vasen noch nicht hochnehmen. Unartig wie wir sind, bleiben wir natürlich nicht im Haus. Ja, warum geht denn die Truhe nicht auf? Achso.
dass meine Steuerung ein bisschen wird verstellt ist. Das werde ich später noch korrigieren. Jetzt fangen wir erstmal an hier. Ah, Regen. Das erste Mal wurde die Regen eingeführt. Mein Gott, was der Nintendo alles kann. Was macht ihr so spät noch, Junge? Geh doch nach Hause. Wenn du erwachsen bist, kannst du so lange wach bleiben, wie du willst. Ja, da sagst du was. Ich bin nämlich wieder wie ein kleines Kind. Na gut, ich bin ein kleines Kind in diesem Fall. Belohnung 100 Rubine für den, der die Nachkommen der Weisen findet. Der König. Okay, immer her damit. Hehe, du kannst doch nicht einfach in die Burg hineinmarschieren. Kinder sollten diese Zeit längst im Bett liegen. Gut, durchs Vordertor lassen wir uns nicht. Aber in der Regel hat ja jede Burg auch immer einen Geheimgang. Wir wollen ja hier kein Klischee irgendwie auslassen. Onkel, was hast du gemacht? Ah, Cloud, ich wollte dich nicht mit in die Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halt den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte, Cloud, hilf mir, mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende naht. Die Prinzessin, du bist ihr... tot. Ja, schon einer weniger. Fängt ja gut an. Benutzen. So, ja, ich habe noch keine magische Fähigkeiten. Okay. So, also wir haben jetzt wie immer Schild und Schwert. Was ist für einen lächerlichen Dolch mit dir? Wie auch beim allerersten Zelda funktionierte hier das Schild auch automatisch. Man musste also nicht wie später bei Minish Cap oder anderen Zelda-Teilen selber anwählen. Das ging ja alles noch von selbst. Gott, ich muss jetzt wieder reinkommen. So, diese kleinen grünen Teile füllen da links meine Magieanzeige auf, das links ist die grüne Leiste. Und dann kann ich Gegenstände, die irgendwie auf diese Magieanzeige angewiesen sind, benutzen, so wie die Lampe zum Beispiel. Entsprechend nimmt die Leiste dann ab. Also wenn die grüne Leiste leer ist, kann ich Magie bzw. Gegenstände, die darauf angewiesen sind, nicht benutzen. Aber das ist ja logisch. Ach ja, hier wurde jetzt erstmal der Wirbelschlag eingeführt, glaube ich. Ich meine, den gab es bei Zelda 2, noch nicht. War unwahrscheinlich bei den Side-Store. Wir kennen jetzt ja schon aus meinem Platz 2 The Minish Cap. Aber da die Spiel deutlich eher rauskam, ist das hier natürlich eine Neuerung gewesen. Ich finde das Schwert bei dem Spiel ein bisschen winzig. So. Ein bisschen den Eindruck, der steckt mit so einem kleinen Messerchen vor sich. Burgwachen sind jetzt allesamt unsere Feinde, die wurden allesamt verhext. Bautz, da geht die Türe auf. Oh ja, hallo, Ries. Ach, was für Sucker Obscura. Ja, da ist ein Thronsaal, da muss ich mich hin. Ich weiß ehrlich gesagt auswendig nicht so wirklich hier den Weg, ob ich das Spiel ein paar Mal gespielt habe. Das ist im Gegensatz zu den anderen Zelda-Teilen, die wir jetzt gespielt haben, deutlich umfangreicher. Abgesehen davon diesen, ich sag mal, kleinen Dungeons, wie zum Beispiel hier das Schloss, das ist ja kein richtiges Dungeon, haben wir glaube ich 11 Dungeons, ich glaube 8 Unterwelt, 3 in der Lichtwelt meine ich. Jedenfalls eine ganze Menge. Und natürlich wieder haufenweise Nebenaufgaben und versteckte Sachen zu finden, wie beim Minish Cap auch schon. Ist halt nicht ganz so wie beim... Ah, ein Schlüssel. Beim ersten Zelda, wo man wirklich eigentlich nahezu nach und nach die Levels abklappern konnte. Mach mal auf. Mach nichts, egal. Nein, gehen wir weiter. Alles gut. Kommen wir später noch. Ja, mach's mal gut.
Hier wurden dann auch das erste Mal diese... du Penner. Diese Abgründe eingeführt. Ich kann ja doch die Vase hochheben, muss nur die richtige Taste drücken. Ach ja je. Die gab es ja beim allerersten Zelda auch noch nicht. Aber wir haben, wie gesagt, auch schon einen Minish-Tipp gesehen. Nach diesem Teil halt ein fester Bestandteil der Zelda-Serie. Wieder einmal, deswegen gehört es auch zu dem besten Zelda, meiner Meinung nach. Also ist es der beste Zelda-Teil. Wieder eine bombastische Musik. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube, nein. Lass das! Oh, falsche Taste. Ah, der Boomerang! Ist ja auch nicht die dollste Reichweite, aber besser als nichts. Ist schon mal besser als dieses Unding aus Minish Cap, das man sowieso nicht gebraucht hat. Man sieht ja schon dieses riesige Inventarfeld. Wir können also noch dutzende Gegenstände finden. Das wird noch richtig witzig, was wir hinterher alles für Möglichkeiten haben. Einiges davon braucht man zwar nicht unbedingt. Aber gut. Was mache ich eigentlich? Ich bin wieder völlig verwirrt. Ich habe doch einen Schlüssel eingesammelt. Ich kann dann durch die Tür gehen. Ach ja. Ich bin ein wenig in Gedanken. Ich möchte das Spiel nicht so lange nicht mehr gespielt habe. Ich muss jetzt zurechtfinden. Schon blöd. Richtig Panne. Hier wurden auch erstmal diese Treppen eingeführt, also dass man so viele verschiedenen Stockwerke gibt. Im ersten Zelda hat man ja alles auf einer Ebene, so. Wenn er sich an diese riesigen Karten, besonders im letzten Level, wo halt fast die gesamte Karte da oben mit Räumen übersät war, dieser riesige Totenschädel. Ach, die Herzen hätte ich vielleicht aufnehmen sollen, jetzt kommt doch dieser Bekloppte hier. Wie gesagt, das waren ja alles so Neuerungen. Wie gesagt, wir kennen es jetzt alles schon auf meinem Platz 2, The Ministrip, was ja deutlich später halt entwickelt wurde. Aber das hier war damals so eine richtige, ja, so ein Meilenstein, sag ich mal. Was ja alles an Möglichkeiten mit dem Super Nintendo möglich war, ja. Bisschen dummer Satz, ich weiß. Ey, du Schweinepriester! Du reagierst auf meinen Bonbon nicht so wirklich, ne? Doch, tust du. Ja, aber nur ganz kurz. So. Den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Ja, das mit dem großen Schlüssel, das kennen wir ja auch schon. Hi, Lady. Ich danke dir, Cloud. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Hast du auch gespürt, dass mein Onkel stirbt? Ist egal. Hör mir gut zu, Cloud. Die Burgwachen stehen alle unter Arganems magischen Bann. Das habe ich gemerkt. Der Zauber ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Nicht genau, ne, ist klar. Natürlich verstehe ich dich, Kind. Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne einen Geheimgang. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Los, komm schon. Ständig gibt es hier so Rubine. So, also fängt ja gut an. Wir haben schon nur noch ein Herz. Ich sehe schon, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Ich habe es eine ganze Weile nicht gespielt. Muss jetzt nicht unbedingt eine Entschuldigung sein, ich weiß. Ich werde auch bei diesem Zelda versuchen, die einzelnen Videos nicht nur allzu lang zu halten. Kommt ja so ein bisschen drauf an. So Dungeons möchte ich natürlich in der Regel schon an einem Stück durchziehen. Beim Minish Cap habe ich das letzte Dungeon 2 geteilt. Hat mir eigentlich nicht so gefallen, aber wir haben ja schon ziemlich lang da gebraucht. Also ich werde mal möglichstes tun, damit die Videos einzeln nicht so lang werden, aber ich garantiere mal auch hier noch für nichts. Man sieht hier wieder, die blaue Variante ist wieder härter als die rote Variante, also was die Gegner angeht. Zumindest halten die mehr aus. Ob die mehr Schaden machen, weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt auch eine grüne Variante.
Nochmal extravagant. Ja, gib mal her. Oh. Die grünen Rubine sind hier einen wert, die blauen weiß ich gerade gar nicht. Ja, das lassen wir lieber, wenn ich nicht sehen kann. Jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, ob die 5 wert sind oder 3 oder was. Rote gibt es jedenfalls auch wieder. Die dann nochmal ein bisschen mehr wert sind. Vom Thronsaal aus gibt es einen Geheimgang zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester dort helfen. Nur Mut. Und was, wenn der auch verhext ist? Lass es. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist im Stock finster dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her, hilf mir beim Schieben. Wir müssen von der linken Seite anpacken. Nun mach schon. Ja, Mädchen, hör auf zu quatschen. Cool. Eine Ratte. Die meisten Fackeln gehen in der Regel irgendwann wieder aus. Deswegen sollte man sich nicht unbedingt immer allzu lange an jedem Fleckchen aufhalten. Na, das kennen wir doch schon. Fuchtel. Das Gefuchtel in der Steuerung ist jetzt ein bisschen gewöhnt. Super präzise ist die jetzt nicht gerade. Aber da, wenn man das jetzt mal ein bisschen raus hat, dann läuft das auch wieder. Junge. Obligatorischen Fledermäuse. Warum nehme ich das jetzt nicht auf? Kleiner Schlüssel. Cloud, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ah, da war ein roter Rubin. Irgendwie ist im Nachhinein aufgefallen. Ich sehe schon, besonders helle stelle ich mich hier heute nicht an. Was denn hier? Ah. Alter, kriegt man ja Augenkrebs, so hell ist das. Nur Rubine sparen wir bisher mal nicht. Zu unserer Linken sieht man schon, man kann hier sprengen. Hier auch einen anderen Sound. Gibt es. Wir haben leider noch keine Bomben, das heißt, wir müssen später nochmal zurückkehren. So, das vergisst man natürlich gern mal. Ich habe keine Lust, ehrlich gesagt, aber egal. Mädchen, das sagt nur noch durch dieses Gewölbe. Wie weit ist denn das? Nur noch, ja. Thank you.
Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen muss von einem der Hebel ziehen. Oder welchen? Zieh an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Drücke A-Knopf und Steuerkreuz nach unten. Oh weia. Ein Wunder, Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Cloud? Nee, ich bin nur zum Spaß hier. Alter Schwede, die Musik. Ja, richtig, Cloud half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aghanim plant. Das ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Cloud, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Nicht doch immer. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zaubers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda versteckt dich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas, er ist klar, auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja, ja. Ah, ein Herbstcontainer. Dankeschön. Ja, nichts hier raus, ey. So, und das war der Anfang, oder auch quasi das Intro, sag ich mal. Man hört auch schon wieder die gute alte Zelda-Musik erklingen. Wir werden hier direkt einmal den Cut machen. Wie speichert man das denn nochmal? Ah, da speichern und Ende. Ja, und dann werden wir kürze fortfahren und den Dorfältesten gehen, denke ich mal. Ja. Also schon mal wieder Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.